Das ist der Zollgebiet, Hafenzollgebiet von Basel. Das ist ein Teil von Basel, Kleinhünigen. Hier wurden Schiffsgüter verzollt und auf die Bahn gebracht. Und dieses kleine Haus war 1944 ein Haus für die Leute zu kontrollieren, die in dem Gebiet waren und die raus wollten. Und zugleich auch ein Zoll für Güter, aber auch für die Menschen selbst, für die Kontrolle. Das war 1944. Und das Haus war mir schon lange ein Begriff in Basel, das kennt man. Dazu mal, wo ich Kunst studiert habe, wollte ich einen Raum für meine Mitkollegen zum Ausstellen. Und somit habe ich angefragt, dieses Haus zu mieten. Und als ich das dann bekommen habe, da musste ich sehr viel Briefarbeit leisten, bekam ich es. Das war 2007. Und als ich das dann dort bekam, hatten wir kleinere Ausstellungen, wir haben untereinander uns ausgestellt und das war eine sehr interessante und tolle Zeit, weil es abseits des Kunstbusiness war und auch ein Ort zum Ausprobieren. Ich machte nebenbei noch Musik und das brauchte mehr Zeit für die Musik. Somit habe ich das Kuratorium abgegeben, da ich den Raum aber selber noch weiter betreiben wollte und der Raum mir am Herzen lag, wurde er weiter geführt von verschiedenen Kuratorinnen und Kuratoren. Bis zu einem Zeitpunkt, wo ich das Kuratorium wieder übernahm. Und als ich das Haus übernommen habe, nach circa 7 Jahren, habe ich für mich gewollt, dass das Haus nicht im klassischen Sinn geführt wird wie ein Ausstellungsraum. Als dann das 10-jährige Jubiläum anstand für den Raum, wollte ich einen Künstler einladen, der mir sehr am Herzen liegt. Das ist der Roman Signor von der Schweiz. Das ist ein sehr internationaler, großer Künstler, aber auch sehr menschennah, sagt man nach. Ich habe dem geschrieben und er hat geantwortet und konnte eine Arbeit beisteuern für die Ausstellung. Da mir aber wichtig war, dass es auch einen Bezug zu dem Haus hat und der Geschichte, lud ich die erste Position ein, die das Attachment gezeigt hat, 2007. Das ist der Thylasin, ein Künstlerduo aus Basel, wie aber auch Zürich. Und ich bat sie, eine Arbeit für die Ausstellung zu kreieren, wo sie mit Roman Signor quasi die Ausstellung durchführen. Sie haben sich für eine Außenarbeit entschieden. Die Außenarbeit ist hinter dem Haus an dem Baum angebracht. Die heißt Schein. Hier geht es darum, einen Lichtkegel zu setzen, der abseits des Trottoirs ist, aber zugleich auch im Hang. Also ein unscheinbarer, aber zugleich offensichtlicher Lichtstrahl, der die Leute irritiert. Und Roman Signor konnte das Haus bespielen. Für ihn war es wichtig, das Haus als solches zu gebrauchen, da es sehr klein ist und für ihn auch attraktiv und lustig, hat er die Decke bespielt mit einem Pinsel, Rasierpinsel, der auf einer Drohne aufgesetzt wurde und somit konnte er, wie er schon oft die Arbeit durchgeführt hat, die Decke hier bespielen. Ich dachte, nach der Arbeit, nach der gelungenen Ausstellung, müsste ich die Arbeit abbauen. Für Roman Signor war es irgendwie klar, dass ich die Arbeit behalten dürfte. Das war mir eher fremd, da es ja auch einen Wert hat. Für mich emotional und ansonsten halt auch einen materialistischen Wert. Ich durfte die Arbeit behalten und habe für mich dann entschieden, ich behalte die Arbeit generell für das Haus. Somit hat das Attachment, also das Haus selber, jetzt eine Roman Signor Arbeit, die ich immer wieder mal zeige. Und der Schein, die Außenarbeit, ist auch Teil der Arbeit. Mit der Zeit fuhr ich die Arbeit fort mit der Ausstellungsreihe Ich mag Salz. Salz ist ein Gewürz,
das man immer braucht. Es gibt ja auch schöne Geschichten über Salz, so schöne Märchen. Und da Salz insofern das ein sehr wichtiges Produkt ist für ein Essen, aber das eigentlich gar nicht so auffällt, habe ich gedacht, ich nenne die Reihe Ich mag Salz. Sehr profan, sehr einfach, sehr, sehr, sehr eingängig, aber halt genauso auch fragwürdig. Und so kam die Idee, dass ich mich selber wieder mal ausstellen möchte. Das war gar nicht groß geplant. Das war eine Zeit, wo ich abseits vom Kuratorium, aber auch von der Musik her immer wieder Arbeiten für mich gemacht habe. Und auf glücklichem Wege kam eine Zusammenarbeit, eine spontane Zusammenarbeit mit einer Person aus Deutschland, die für eine Arbeit, die Bank und Stapel heißt, einen Text gemacht hat. Ich kann dann später nochmals darauf eingehen, warum die Zusammenarbeit wichtig war und wie Bank und Stapel für sich funktioniert. Sie wurde dann auch Teil des Ausstellungsraumes vom Roman Signo und Thylacin mit Schein. Also quasi das Haus trägt jetzt quasi drei Arbeiten, permanent Arbeiten in sich. Und das genügt für den Raum und lässt aber auch Spielraum für weitere Ausstellungen dazwischen. Die Ausstellung Say My Name, Say My Name besteht aus mehreren Arbeiten. Zugrunde liegt die Frage, was ist genau ein Name? Heißt, es ist eine Anordnung von Buchstaben. Man hat ein Gefühl für einen Namen. Das ist sehr interessant. Man hat das Gefühl, er sei einzigartig oder er sei repräsentativ für diese Person, was ja im Grunde gar nicht der Fall ist. Man hört einen Namen vielleicht aus der Zeitung und dieser Name wird gefüllt durch eine Vorstellung, durch eine Idee. Und somit hat man das Gefühl, man kann diesen Namen einordnen. Und die Idee wäre oder ist, dass man, wenn man einen konkreten Namen, also einen Vor- und Nachnamen benennt und dies in die Kunst einführt, dass man vielleicht einen neuen Blick auf das Gefühl erarbeiten kann. Das heißt, Bank und Stapel funktioniert so, dass man eine Bank hat. Ich habe diese Bank kreiert. Die Ausgangslage war eine Bank von Basel, die alte Bank. Es gibt so ältere Bänklein am Rhein, die haben eine Form, die kennt man. Und ich habe diese abstrahiert und reduziert und habe so eine Bank erschaffen. Diese Bank, diese eine Bank mit drei Hölzern, habe ich platziert in Basel, an einem sehr präsenten Platz in Basel. Das ist beim Kaffeeunternehmen Mitte. Diesen Platz habe ich bekommen für diese Bank und auf diese Bank kommen jeweils sechs Namen. Das Schöne ist, dass sich die Leute automatisch darauf reagieren, weil ein Name etwas ist, wo man verbindet mit einer Aussage. Das Verwerten der Hölzer, wenn eines ausgetauscht wird, war mir wichtig, dass das Holz nicht irgendwo hinkommt in ein Lager, sondern das ist ein Teil, eine Erinnerung, ein Werkstück, wo die gleiche Beachtung finden muss oder sollte wie die Bank selber, wie das Kunstwerk selber. Das heißt, ich habe dann hier im kleinen Raum einen Stapel errichtet, somit auch der Name Bank und Stapel, wo der Turm wächst. Jeden Monat ein neues Holz und so kann die Arbeit vorwärts gehen. Nochmals auf die Idee des Namens. Ein Name ist alles und nichts. Und doch hat man ein Gefühl für, dass es etwas Wichtiges ist, etwas vielleicht Klares. Man kann das sich vielleicht aber an einem Beispiel besser vorstellen.
ein Bild, ein abstraktes Bild ist ein abstraktes Bild. Das zeigt nichts, soll auch nichts zeigen. Aber man kann hineinlesen, wie beim Namen, was es sein sollte oder könnte. Das heißt, wenn man eine Landschaft hat, eine abstrakte Landschaft, somit kann man sagen, das ist der Horizont, das ist der Himmel und das ist die Erde. Aber ob es das ist, das ist ja die Idee des abstrakten Bildes. Und der Name ist eigentlich genau gleich aufgebaut. Es hat punktuelle Momente, wo man sagen kann, doch, das ist dieser Mensch, das ist der Name von diesem Mensch, aber am Ende ist es eigentlich eine Auflösung. Es ist eine Interpretation, mehr auch nicht. Und wenn man mit dem oder mit dem Gedanken arbeitet, ja, da hat man Material und kann vielleicht die ganze Situation neu aufgleisen mit einem Namen. Die Arbeiten hier in dem Raum gehen alle unter dem Schema. Die Arbeit Blueprint Identity, was Sie hier hinten sehen, geht damit einher, dass man ein Blueprint hat, eine Fotografie von einer Person. Die ist real. Und das Interessante ist aber, dass der Mensch nicht die Realität erkennt, weil er speichert ein Bild in der Erinnerung ab und somit ist es die Wirklichkeit, seine Wirklichkeit. Wirklichkeit, wie wenn man halt wirkt oder es wirkt. Und ich habe das Bild genommen und habe dann 25 verschiedene Porträts gemacht, wo ich leichte Veränderungen gemacht habe. Also nicht ich, das war Claude Gasser, ein Freund von mir. Und diese Veränderungen sind leicht, so leicht, dass sie nicht unbedingt erkennbar sind auf den ersten Blick. Ich habe zur Prüfung der Arbeit einen Flyer erstellt für die Ausstellung und habe den Flyer abgeschickt. Das Interessante war, dass die Menschen Realität und Wirklichkeit quasi nicht auseinanderhalten können. Sie dachten, ich wäre das. Obwohl für mich selber habe ich eigentlich das extremste Bild genommen für die Ausstellung, also für den Flyer. Und die Antworten waren extrem verschieden. Einige dachten, ich sehe krank aus, die anderen hatten gedacht, es ist nicht gerade das optimalste Bild für eine Ausstellung. Andere sagten, danke für den Flyer. Mit der Nachfrage, hast du gemerkt, dass da was anderes ist? Kam die Antwort, nein, das bist doch du. Und somit war eigentlich bestätigt, dass die Vorstellung über einen Menschen die Vorstellung ist. Und die Realität, quasi das wirklich Blueprint, dass die Arbeit, dass das eine Foto, das echt ist, das echt sein sollte, keinen Bestand hat. Das ist eine Variation. So quasi wie die Erinnerung bei einem Namen, was man für einen Namen hat, ist diese Arbeit Blueprint Identity ein kleiner Ableger. 2019 hatte ich ein Sozialexperiment gemacht, Curated Seeding hieß die. Das war die Schlüsselarbeit, also quasi der Vorgänger vor den Arbeiten. Da ging es mir um, dass ich Menschen zusammenführe und diese Menschen andere Menschen ja nicht kennen. Und auf der Plattform Instagram habe ich einen Kanal errichtet, wo ich ein Foto, also quasi ein Klingelschild mit zwei Namen draufschreibe, sodass man ein haptisches Objekt, oder dass ich ein haptisches Objekt erhalte. Quasi das Kunstwerk. Dieses habe ich dann angeordnet in der Realität und habe ein Foto gemacht in der Landschaft, in einem Raum. Habe dieses Foto dann verwendet für Instagram und habe die zwei Personen, die ich ausgewählt habe, markiert. Es ging mir nicht um die Kommunikation unter diesen Personen, sondern hier ging es rein alleine um den Akt des Zusammenführens.
um eine Option zu kreieren, dass zwei Menschen sich kennenlernen und vielleicht aus dem könnte was entstehen. Also quasi aus dem Chaos könnte eine fruchtbare Situation entstehen. Wie ich vorher erwähnt habe, von dem Textschreiber für die Ausstellung, Nils ten Brink, diesen habe ich aus Lust und Laune im Internet gefunden, da er Kunstvideo erstellt auf dem Kanal YouTube, und habe ihn angefragt, wer er sei und warum er das macht. Das war eine... Das macht man grundsätzlich ja nicht. Ich bin eher so veranlagt, dass mir das nicht so schwer fällt. Und daher habe ich das gemacht, und aus dieser Situation, aus diesem Akt, entstand eine unglaublich fruchtbare Situation. Er hat alle Texte für diese Arbeiten geschrieben, und es entstand eine Freundschaft, wenn man das als Freundschaft benennen kann. Ich habe ihn noch nie getroffen, aber er ist wie ein Teil dieser Ausstellung. Und wenn man jetzt die Arbeit Curating Seeding anschaut, ist das quasi der Kern der Arbeit.